Das Wetter hätte zur offiziellen Saisoneröffnung 2016 in der Skate-Arena Jüterbog sicherlich besser sein können. Aber echte Skater lassen sich von Kälte nicht abschrecken. Das ist Freiheit für mich. Wenn dann nur noch die Rollen singen und sonst gar nichts, herrlich hier oben. Weil hier kann man wirklich Meter machen und die Freiheit genießen auf Rollen. Die Flemingsgate hat sich zu einem touristischen Highlight der Region entwickelt, findet Marlene Hundrieser, Sachbearbeiterin Flemingsgate im Sachgebiet Tourismus des Landkreises Teltow-Fleming. Es ist für jedermann, der sich unmotorisiert auf Rollen befindet. Also jeder Skateboarder haben wir mittlerweile immer mehr. Die Longboardfahrer ist ja auch eine Trendsportart. Und die Skirollerfahrer, die Skyker, die Stepperbiker, eigentlich jedermann. Das ist eigentlich immer das Schöne, mit welcher Breite die Flemingsgate eigentlich genutzt wird. Was vor 15 Jahren begann, hat sich zu einem Streckennetz von insgesamt 230 Kilometern entwickelt. Auf 8 Rundkursen von 11 bis 92 Kilometern können Hobbyfahrer und auch Leistungssportler unterwegs sein, wie bei der diesjährigen Frühlingstour rund um Jüterbog. Dazu kommen Radwege, die als Zubringer zur Flemingsgate dienen. Es ist ein tolles Projekt. Wir haben in diesem Jahr wieder den Landestourismuspreis gewonnen. Die Nachhaltigkeit ist einfach da. Also die Macher von damals, Hut ab, dass wir das hier bei uns in der Region haben und sind damit nach wie vor europaweit einzigartig. Also dieses Gesamtkonzept der Skate-Arena, der Sportstätte an sich mit der Flemingsgate draußen macht es eigentlich aus, dass wir einen breiten Pool an Gästen hier haben mit ganz unterschiedlichem Ziel. Also vom Anfänger über den Radfahrer bis hin richtig zum Speedskater. Die Flemingsgate lockt jährlich tausende Touristen in die Region. Vom Wochenendausflügler zum Jahresurlauber, vom Skater zum Radfahrer. Größtenteils ist sie behindertengerecht ausgebaut. So hat sie sich in den 15 Jahren zu einem wichtigen Wirtschaftszweig entwickelt. Hotels, Pensionen, Campingplätze und Gaststätten haben sich angesiedelt. Da hatte man ja eine Statistik erstellen lassen, die wurde auch veröffentlicht aus dem Jahre 2013, die da besagt, dass eben knapp 170 Millionen, 169 Millionen waren es, glaube ich, in den Landkreis über den Tourismus fließen, auch mit den nördlichen Bereichen des Landkreises sicherlich. Aber da spricht man der Flemingsgate einen hohen Anteil zu. Und von daher würde ich, sage ich immer ganz gerne, es ist schon ein richtiger Industriezweig eigentlich geworden. Der SV Flemingsgate e.V. hat knapp über 100 Mitglieder und ist auf Wettkampf und Breitensport ausgerichtet. Seine Heimstätte ist die Skate Arena mit ihrem rund 200 Meter langen Oval, dem Hockeyfeld und einem Straßenkurs. Hier trainieren Sportler und Vereine aus aller Welt. Und wer noch nicht skaten kann, der lernt es im Grundkurs beim SV Flemingsgate. Dass die kleinen Mäuschen keine Angst vor der Geschwindigkeit haben, dass sie, wenn sie fallen, nach vorne fallen. Dazu müssen wir halt in eine Skate-Position gehen und nicht nach hinten. Wenn man steht, fällt man halt auf den Po und das tut ganz schön weh. Und wenn man in die entsprechende Skate-Position geht, dann fällt man nach vorne und da hat man ja die Schoner. Und das versuchen wir den Kindern in den ersten Stunden beizubringen. Ich mag einfach gerne draußen sein. Bei Skaten ist man eigentlich immer draußen. Nur in der Halle manchmal ist man drin. Skatest du denn oft? Ja, eigentlich schon. Und worauf kommt es denn an? Worauf muss man denn achten, dass man auch sicher fährt? Dass man sich immer nach vorne beugt. Also schon was gelernt beim Grundkurs in der Skate Arena. Es gibt auch viele weitere Möglichkeiten, Skaten zu lernen. Ein starker Partner ist hier die Brandenburgische Sportjugend. Wir haben ein Inline-Skating-Projekt für Kinder, für Jugendliche in Form von Wandertagen oder Projekttagen. Hier in der Region Fleming, Kolzenburg, der Skatepoint. In der Regel machen wir das mit Schulklassen. Die kommen zu uns oder wir fahren auch in die Region, wenn es ein bisschen weiter weg ist, nach Schwedt, nach Wittenberge, nach Cottbus. Alles kein Problem. Wir bringen alle Materialien mit und dann gibt es je nach Zeit, haben wir 2 Stunden Zeit oder 3 oder 4 und wir schaffen auch alles mit Bremsen und allem drum und dran. Die Gebühren von 3 bis 4 Euro für einen Grundkurs bei der Brandenburgischen Sportjugend sind erschwinglich. Kann man doch anschließend mit etwas Übung die einzigartige Flemingsgate genießen. Es rollt sich einfach wie von alleine und wenn man dann noch Rückenwind hat, dann muss man eigentlich gar nichts mehr machen, weil der Belag so toll ist und man wirklich schwebt quasi auf seinen Inlinern. Na, in diesem Jahr 15 Jahre Flemingsgate, nutzen die auch schon so lange? Ja, also mit der ersten Strecke, die hier fertig gewesen ist, der RK1, glaube ich, bei Luckenwalde, sind wir hier drauf und fahren, ja. Und das heißt, es wird auch weitergehen in den nächsten 15 Jahren? Mit Sicherheit. Wir sorgen für Nachwuchs.
Man hat eine Menge Spaß dabei und wenn es dann mal richtig losrollt, diese Summen, das kriegt man beim Fahrradfahren nicht hin. Mit Windschatten an dem Team richtig und zügig fahren. Nutzen Sie die Skate-Arena, die Flemings Skate allgemein, oft oder? Flemings Skate, ja. Das ist der Vorteil, wenn man Oma und Opa in der Nähe hat als Basislager. Ich habe auf Flemings Skaten gelernt, ja. Und was ist denn so besonders daran? Was macht die Strecke so einzigartig? Na, also sie ist abwechslungsreich. Man fährt halt immer nicht das Gleiche. Also wie hier in der Arena, da fährt man halt immer das Gleiche. Doch was Skate-Strecke, du kannst da tausendmal langfahren, ist trotzdem immer was anderes. Und das ist eigentlich so besonders und man trifft halt auch alle möglichen Sportler. Neues wird es in der Saison 2016 nicht geben. Bewährte Highlights stehen aber fest im Terminkalender. Zum Beispiel der 11. Kids GT, da hatten wir letztes Jahr den großen Geburtstag vom 10. Kids GT mit knapp 400 Kindern auf dem Platz. Das ist immer nach wie vor noch das Highlight eigentlich der Saison, auch im Wettkampfbereich. Und die 14. 100 Kilometer Flemings Skate Inline Tour, die haben wir ja übernommen vor 4 Jahren von einem anderen Veranstalter. Wir wollten sie nicht sterben lassen und es ist immer wieder auch ein Highlight. Wir haben da fast alle Bundesländer am Start und sogar internationale Beteiligung. Okay, 15 Jahre Flemingsgate. Ein Eldorado für Menschen auf Rollen und Rädern. Weitere Informationen zur Saison auf www.fleming-skate.de.